Dann können wir nämlich auch einmal kurz den Vargas-Vertrag wieder aktivieren, dass ich hier auch ja nicht vorbeilaufe. Oh, wir kommen nicht über den Zaun rüber, ne? Ich muss diesen Umweg laufen, ey. Das ist echt... Ja. Hier scheint schon wieder irgendein Monster gespawnt zu sein. Skippe ich jetzt einfach mal. Abzug Abigail. So, also ja. Alte Truhe, erstmal hier reingucken. Was haben wir hier? Okay. Sonst noch was, wo ich was mir was leihen kann vielleicht? Bist du? Wozu diese Puppe in Menschengestalt wohl dient? Ja, das wollen wir glaube ich gar nicht wissen. Ne? So Abigail, lass mal sprechen. So, mit dir reden. Na sowas, ein Hexer. Willkommen. Was ist denn mit dem Typen da draußen passiert? Er ist selber schuld. Viele von denen kommen mit jämmerlichen Fantasien, die zu erfüllen ich nicht bereit bin. Die halten mich für eine Hure. Dabei bin ich einfach nur eine Hexe. Ich werde es mir merken. Keine Sorge. Ganz so böse bin ich nicht. Der arme Sünder erholt sich wieder. Ja. Ich wollte aber eine Quest abgeben. Hallo. Komm, ach neu. Jetzt hat es bei den letzten keine gegeben, darauf habe ich nicht mehr geachtet. Ach, da muss ich ja doch noch einen suchen. Da ist einer, guck mal. Der hat doch bestimmt noch einen Schädel für mich, ne? Komm. Schädel. Ja, ein Schädel. Gut. So, Abigail, jetzt aber. Was wollt ihr? Ich ruhe mich ein bisschen aus. Oh, nö. Hätten wir eure Waren? Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bargästenschädel? Habe ich. Sie gehören euch, wenn ihr zahlt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Und nehmt diese Alraunwurzel. Sie könnte euch von Nutzen sein. Danke. Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Habt ihr einen Zauber gegen Phantomhunde? Was ist mit eurem Schwert? Ich hörte, Hexer hätten zwei. Eine Klinge aus Silber für Ungeheuer und eine aus Stahl für Menschen. Beide sind für Ungeheuer. Leider habe ich keines aus Silber. Ich kenne da eine Salbe. Wenn ihr eure Klinge damit überzieht, fügt ihr selbst Geistern schwere Wunden zu. Die Formel kostet euch 30 Orens. Ja, komm, warum nicht? Haben wir 100 bekommen, machen wir. Ihr benötigt Nezener Salz, Ginatsäure, Weinstein und Schweinefett. Ich kann euch die Zutaten verkaufen. Danke. Statt Nezener-Salz könnt ihr auch Nieswurzblüten nehmen. Ja, dann zeig doch mal, was du so hast. Ginatsäure, ne? Sagte sie ja. Weiß gar nicht, was die jetzt alles gesagt hat. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, das war auf jeden Fall dabei. Und sonst Geisteröl. Du hast schon fertiges Kleister, Geisteröl. Nicht genug Orenz. Oh, wow, wow. Ich sollte ein bisschen aufs Geld achten. So. Ein Amulett. Punkene, abwehrender Talisman.
Kaufpreis 400. Ei, ei. Vielleicht ein andermal. Schon wieder einer. Ah, ja, ja. Okay. Lass uns mal gucken, was wir hier weitermachen können. Ursalamandra. So. Feind des Professors Stadtwache. Na, Geist. Komm, na, wir gehen jetzt mal zum Geistlichen, der sich dort befindet. Genau. Dann auf zu dem Geistlichen, wenn ich hier eine Lücke in dem Zaun finde. What? Okay, vielleicht ist es besser, Richtung Süden zu gehen und dann den Weg nach Richtung Westen zu nehmen. Hey! Leg dich mit mir an hier. Loot, 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 loot. So, nehmen wir mal den Weg hier. Oder auch nicht. Okay, noch ein Stückchen, ein ganzes Stückchen weiter südlich. Dann müsste es jetzt der Weg hier sein. Ja, genau. Ich bleib mal auf der Straße in die Richtung. Komm hier echt nicht, ey. Kannst echt nie über den Zaun rüber, ne? Mal sehen, ob es gleich noch Richtung Norden geht. Ah, müsste aber eigentlich, ne? Irgendwie muss ich ja da hinkommen. Ja, das sieht gut aus. Was ist das hier, die Stadtwache? Halt, Streuner! Was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr, Hüter des Friedens. Ich ziehe los. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Ich bin immun. Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? Naja, ihr seht schändlich aus. Aber gesund. Zieht weiter. Adieu. Hat er einwandfrei geprüft. Nicht gut. Uff. Vielleicht will ja irgendwann nochmal wer Schädel haben. Boah, ist echt blöd, dass man nicht mit einer Taste alles auf einmal nehmen kann. Ich muss mal gleich in die Steuerung gucken. Vielleicht kann man das irgendwie so einstellen. Das wäre echt sehr gut. Das wäre echt klasse. Hier zum Haus des Geistlichen.
Okay. Da ist er. Aber wir gucken uns erstmal um. Treppe nach unten. Hier was zu verbergen hat. Gucken wir uns vielleicht erstmal um, bevor wir mit ihm sprechen und er uns anlügt deswegen. Wobei das hier ziemlich Linus Prophezeiung. Obwohl das hier sehr, ja, nicht sehr verdächtig aussieht. Dann sprechen wir mal mit ihm. Hinfort, Teufelsbrut. Was? Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch, das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein, Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Na, ich bezweifle, dass das ein Hexer war. Noch ein Hexer? Nervöser Blick, das Gesicht eines Killers. Er war kein Deut vertrauenswürdiger als ihr. Vertrauen ist nicht nötig. Ich will nur einen Job. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Naja, ob's auch so ist, nur weil es irgendwo geschrieben steht, wage ich zu bezweifeln, aber es gibt Geld. Wir machen mal. Suche nach Männern, die Salamander abseilen tragen. Verzeiht, was war das noch gleich mit dem Feuer? Leute, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Das ist doch mal was Interessantes. Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ich komme mit einem Beweis zurück. Ach, gut. Zu wissen. Ja, darum ging es jetzt nicht. Ich hoffe, hier oder wenn ich nach Wiesemar komme, bla bla bla. Ich muss das ewige besuchen und in jeder von ihnen eine Flamme entzünden. Aber so wie ich das verstanden habe, können wir Igni noch gar nicht. Das ist so blöd. Hier oder wenn ich nach Wiesemar komme, auf den Hexer Berengar zu treffen. Ich sollte den geistigen bezüglich der Salamander befragen. War das jetzt? Da. Ich muss 5 Kapellen des ewigen Feuers besuchen und in jeder von ihnen eine Flamme entzünden. Schrein. Ja. Er ist ja nicht weit weg, deswegen gucken wir mal. Aber wie gesagt, ach, hat es sie sogar gegeben. Dann. Wenn immer nur einer spawnt, dann... Ah, okay, doch nicht. Na gut. Hätte ich gewusst, dass wir hier auf so viele Bargäste treffen, dann hätte ich gar nicht extra nach welchen gesucht, sondern hätte sofort die Quest weitergemacht. Dann hätten wir die nämlich jetzt auf dem Rückweg einmal zwischendurch abgeben können, aber... So ist das halt, ne? Weiß man ja vorher nicht.
Was ich einmal gucken möchte, ist Formeln. Schwalbe. Kann ich das jetzt einfach so herstellen? Sieht nicht so aus, ne? Muss ich da irgendwie so einen Alchemietisch finden? Bevor ich das machen kann. Na. Wenn es nur Schädel sind, vielleicht kann man die da verkaufen. Muss ich mal gucken. Weil ich vermute, dass es hier ja, mit Geld, vor allem am Anfang wie in Witcher 3, ja, sehr spärlich sein wird. Da werden wir mit Sicherheit jeden Ohren zweimal umdrehen müssen. Ich habe mein Bestes getan, tut mir leid. So. Darf ich jetzt hier... Weiter. Wer hat da geschrien? Okay. Kein Grund zur Eile. Dann müsste das jetzt die letzte sein? Ich glaube schon, ne? Ich vergeude meine Zeit. Da hinten. Jo, das war die letzte. Haltet den Mörder! Okay. Warum auch immer die einfach wieder verschwunden sind. Naja, was soll's. Gut, dann jetzt wieder auf dem Geistlichen. Hier mit denen eigentlich was machen? Nee. Ich dachte, man könnte da vielleicht... Ah, war doch richtig hier. Man könnte da vielleicht auch irgendwie so schon Schnellreise machen. Was? Nee. Sieht aktuell jedenfalls nicht so aus. Aber ich weiß ja nicht, wie das ist. In Witcher 3 waren wir auch in einem Anfangsgebiet am Anfang. Das dann praktisch so als Tutorial-Gebiet fungiert hat und kam dann erst, aber ich vermute, das war vorhin schon das in Kaer Morhen. Weiß nicht, ob es hier Schnellreisen gibt. Wir müssen jetzt... Ja. Sollten wir dem sagen, ne? Dass das Feuer die Bagessen nicht vertreibt, das ist ja... ja. Nee, aber das ewige Feuer macht das schon, ne?
Dann sind wir gleich auch wieder da. Bei der nächsten Gelegenheit muss ich mal daran denken, das Medaillon vielleicht auf Orte der Macht einzustellen. Eigentlich finde ich vielleicht wichtiger als Ungeheuer, als Monster. Sprecht, schnell. Wir fangen mal langsam an von vorne. Ich suche nach Männern, die Salamander-Abzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern, kann euer Leben verkürzen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein. Denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie, und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Ja, okay. Zieht das Siegel auf dem markierten Platz, um den Siegel-Spiel-Dialog zu aktivieren. Links klickt während einer Unterhaltung auf Siegel, um den Ring zu zeigen. Ah, okay. Siegelring anerkennen werden euch freundlicherweise freundlicher gesonnen sein. Die Wahl eines ungemissen Sieges könnte den Charakter vor den Kopf stoßen. Oh, okay. Cool. Komm. Sprecht. Ja, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich habe das ewige Feuer in alle Kapellen gebracht. Die Bestien suchen uns immer noch heim. Nein. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Ach, wo so eine ist Überraschung. Mein Lohn? Ach ja, euer Lohn. Dieser Fluch muss stärker sein, als ich dachte. Zweifellos ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Eine böse Frau. Eine Hexe? Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Sie brachte die Bestie und alles andere Übel über uns. Vielleicht. Aber ich möchte doch lieber zuerst mit ihr sprechen. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet die Wahrheit heraus. Mache ich. Für 300 Orens. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? Na gut. Naja, ob das ewige Feuer wirklich so arm ist? Ich weiß ja nicht. So. Was noch hier? Ach, das war das noch. Der Odo, der mag uns ja schon, ja. Der hat uns ja schon, ja. Sehr gern. Obwohl wir mit ihm einen getrunken haben. Aber darum kümmern wir uns danach. Jetzt geht's erstmal zurück zu Abigail. Ist hier ihre Hütte? Nee. Doch, doch das hier. Hallo, wir sind's wieder. Was wollt ihr? Der Geistige glaubt, ihr hättet die Bestie herbeigeführt.
Nee, vielleicht lieber nicht direkt so. Ich Erst muss so. Wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alwin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Wie viel? Kräuterkunde in der Gruppe Intelligenz ist erforderlich, um Kräuter zu sammeln. Ihr müsst Wissen über die entsprechende Pflanze besitzen, das ihr in Büchern finden könnt. Okay. Wer bist du? Bist du Alvin? Wo kommt der denn jetzt hierher? Okay. Ich spreche nochmal mit ihr. Die wollten mir ein Buch verkaufen, ne? Was wollt ihr? Sollen wir es mal sagen? Komm. Der Geistliche glaubt, ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Ja, okay. Komm mal hier. Du wolltest mir so ein Buch verkaufen, ne? So ein Buch über Kräuterkunde, Feldpflanzen, Sumpfungeheuer. 100, 200, ach du Alter, wie soll ich... Klar. Kann ich mir halt nicht leisten. Geld herholen. Obwohl, warte mal, was kann ich hier bei ihr verkaufen? Das würde mich doch nochmal interessieren. Was wollt ihr? Gänseschmauz. Nierenfett. Was haben wir hier? Nährsäure. Das habe ich ja von ihr überhaupt erst gekauft. Ach, das kostet alles nichts. Ich habe kaum was zu verkaufen, weil ich auch eigentlich bisher keine Waffen oder so gefunden habe. Kaufen könnte. Ist ein bisschen blöd, ne? Da kommen wir vor. Die Hexe sagt, dass sie unschuldig ist. Ja, und? Ja, aber ich wollte doch noch die Sachen sammeln. Ja, da bringt mir doch jetzt nichts. Muss ich jetzt nochmal irgendwie den Dialog machen, oder was? Warum ist denn die Quest hier anders? Was wollt ihr? Ja, komm hier. Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Wie ich sehe, habt ihr Alwin aufgenommen. Denkt ihr, ich würde eine Waise im Stich lassen? Davon abgesehen hat er Potenzial. Was meint ihr damit? Er besitzt Macht, die er wohl nicht kontrollieren kann. Jetzt schläft er erstmal mit Hilfe der Kräuter, die ich ihm zusammengemischt habe. Glaube ich nicht. Wie edel von euch. Nur wenige würden in diesen Zeiten ein zusätzliches hungriges Maul bei sich aufnehmen. Der Winter rückt näher. Wenn ich hungrig bin, esse ich ihn auf. Die Dörfler glauben das zweifellos. Sie halten mich für ein Ungeheuer. Seid ihr eines, Abigail? Wir haben alle ein Ungeheuer in uns. Ist was dran? Wir sehen uns. Aber warum ist die Quest jetzt so... Och. Ist ja jetzt blöd, dass sich die Quest so geändert hat. Was soll ich denn jetzt machen? Die Hexe sagt, dass sie unschuldig ist. Ja, und? Ja, und jetzt? Ach, ist doch bescheuert. Vor den Stadttoren, ne? Hat die irgendwas erzählt? Aber wo? Weiter sammeln. Ja, was mache ich jetzt? Ja, blöd.
haben wir bereits gelesen. Ja. Hm. Weil ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, ne? Können wir das hier machen? Weil wie weit das weg ist. Ach komm. Machen wir einfach mal. Aber. Weil was anderes kann ich ja. Ich kann ja irgendwie nichts anderes machen, ne? Obwohl doch klar. Ich sollte mit den bekanntesten Bewohnern des Umlandes reden. Was waren das hier? Ah, das hier kann ich machen. Ja, klar. Progo. Odo. Uft. Was ist das? Mikul. Okay. Dann würde ich sagen, erstmal ganz in den Süden zu Odo. Vielleicht will er ja jetzt wieder mit uns reden. Mal sehen. Das schauen wir uns allerdings erst im nächsten Part an. Bis dann.